Get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Now watch it spread all through the hood. I'm back controlling the block. Get fresh off the grill. Get fresh off the grill. Get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Get fresh off the grill. Get fresh off the grill. Now I'm bouncing the hopper, nigga. You can't stop me. Hallo und willkommen mal zu einem etwas anderen Spiel namens Guns of Booms. Ich spiele das zum ersten Mal. Nein, nicht zum ersten Mal. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt, also ein klein bisschen. Also ich habe schon vier Quest-Missionen habe ich schon abgeschlossen und vier Runden gespielt oder fünf. Weiß ich jetzt gar nicht. Und ja, hier Guns of Booms. Das ist eigentlich recht lustig. Und ja, wir werden mal gucken, ob wir es schaffen, eine Runde zu spielen. Und ja, ich will euch das Ganze mal zeigen. Es gibt heute noch, ich weiß nicht, ob heute oder morgen, aber da wird auf jeden Fall vielleicht noch heute die Folge Clash Royale kommen. Also eine Folge Clash Royale. Und ja, mal zwei Videos am einen Tag ist auch mal was Neues. Es gibt's nicht so oft, wird's nicht so oft geben, aber das heute ist mal hier eine Ausnahme. Okay, jetzt habe ich den hier mit der ein Ton. Okay, wir sind jetzt hier also in so. Scheiße hier. Oh. Also bitte nicht lachen, ich will. Oder hier irgendetwas sagen, ich bin Anfänger. Ich bin da nicht gut drin in diesem Spiel. No!
aber hier auf dem Mobile, auf dem Handy, das zu spielen, so und so. Das kann ich jetzt auch mal gerne. Und außerdem, ja, die Steuerung finde ich jetzt nicht so. Okay. Ich guck mal, wie viel hier eine Sniper kostet. Da. Ich wollte euch mal was zeigen, nämlich, ich kenne bestimmt Supercell, also die Entwickler von Clash. Nein! Die Entwickler von Clash Royale und ich habe mal Bock, das einzugeben. Ich sag schon mal im Vornherein, falls das Video zu Ende geht, einfach so, will ich mich jetzt schon mal verabschieden, aber naja. Wir werden sehen. Alter, mein... Boom Beach ist von Supercell? Was? Heyday auch? What the f- Hier Clash Royale, Clash of Clans. Sind noch von Supercell? Eigentlich nichts mehr. Nee. Was? Hä? Nein. Okay. Aber Boom Beach? Was ist ein Boom Beach nochmal? Das ist dieses komische Strategiespiel, oder? Ja. Soll ich das spielen? Boom Beach oder so? Heyday? Also irgendwie sieht das aus wie so ein mega geiles Farmspiel. Und ich liebe Farmspiele, Leute, jetzt ehrlich. Battle of Zombies Clans war... Eine so okay, also irgendwie hier wird West New Frontier, ach, das heißt Quiz Clash Royale Online? What the frick? Ein Quiz?
Clash Royale. Ich frag mich, warum? Ein Quiz für Clash Royale. Also, das frage ich mich jetzt wirklich. Irgendwie kommt mir jetzt der doofe Gedanke. Mir kommt jetzt der komische Gedanke. Zu schauen, was so auf YouTube abgeht. Vor ein Jahr. Okay. Kalle Mäus. The Noodles Squeals. Das geht. Das gucke ich mir an. Also es ist bestimmt geil. Er ist heute 18 und gerade im Abi-Stress. Aber damit nicht genug. Eine Jugendsünde verfolgt ihn seit 2 Jahren. Damals mit 16 hat er ein Spiel im Wert von 60 Euro aus dem Internet heruntergeladen. Denn da gab es das kostenlos. Ich bekam Taschengeld, aber halt nicht genug für dieses Spiel. Die sind, oder das war schon sehr teuer. Dann habe ich mir natürlich eine kostenfreie Möglichkeit gesucht, das runterzuladen oder das zu bekommen und dann zu spielen. Nun ja, und mit ein paar Klicks im Internet kommt man dann auf die ein oder andere Internetseite, auf der man dann eben Spiele runterladen kann, das dann allerdings illegal ist. Seine Mutter ahnt von nichts, bis sie ein Anwaltsschreiben bekommt. Tims illegaler Download wurde vom Hersteller des Spiels zurückverfolgt zu ihrer IP, der digitalen Adresse ihres Internetanschlusses. 900 Euro werden von ihr verlangt. Für Urheberrechtsverletzung plus Abmahngebühr. Kontrollieren wollte sie den PC ihres Sohnes aus Rücksicht auf seine Privatsphäre nicht und hätte es auch nicht gekonnt. Wenn ich da mal drauf geguckt habe, ich habe keine Ahnung von diesen Spielen. Das ist nicht mehr meine, zumindest ich mache es nicht, wollte jetzt gerade sagen, meine Altersklasse nicht. Spiele habe ich gesehen auf dem Desktop, dass da Spiele liegen, aber ob das legal, illegal, runtergeladen, gekauft, entzieht sich meiner Kenntnis. Wir fragen bei anderen Eltern und Jugendlichen nach, wie sie es mit dem Streamen und Downloaden von Filmen und Spielen halten und wie gut sie informiert sind. Wissen Sie, was Ihre Kinder so runterladen? Zum Teil. Wahrscheinlich nicht hundertprozentig. Okay, ist auf jeden Fall interessant, wenn man so dumm ist und sowas macht und illegal, noch illegal. Also da bezahle ich lieber 60 Euro und spare mein Taschengeld, als mir illegal da irgendwelche Scheiße runterzuladen. Also ja, das war's so mit diesem Video. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und bis bald!